Hallo Freunde des Software Entertainments, mein Name ist Roland und bei unserem letzten NCA-Audit habe ich mit dem Wort Webbaukasten für schwere Entrüstung gesorgt. Dabei sind Webbaukasten vielleicht sogar eine echt gute Alternative durch die besseren Backup-Strategien und da sie sich ständig aktualisieren. Lasst uns da mal nach dem Intro drüber sprechen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für den Push für den Full-Stack-Developer. Schön, dass ich da auch mal eure Meinung getroffen habe. Der Begriff Full-Stack-Developer ist einfach verwirrend und die Stelle irgendwie nicht richtig greifbar, sorgt für viel Verwirrung. Von daher lasst uns bitte andere Jobtitel nehmen. Bei Webbaukästen geht es darum, dass der Betreiber das nach Möglichkeit selber machen kann, ohne technische Fähigkeiten zu haben. Das trifft allerdings natürlich auch auf WordPress zu. Hier können auch einfach Plugins installiert werden und eben halt ein wenig angepasst werden und auf jeden Fall neu hinzugefügt werden. Deshalb ist WordPress auch so erfolgreich. WordPress kann ich mit einem Webbaukasten vergleichen. Beim Webbaukasten ist allerdings hier ein eigenes CMS, das vielleicht nicht so viele Entwickler hat wie eine weltweite Open Source Community, also von daher gar nicht so gut sein kann. Das behaupte ich jetzt einfach mal. An der Stelle sei nochmal gesagt, das ist hier meine Meinung. Nach eurer Meinung frage ich natürlich irgendwo die ganze Zeit in den Kommentaren und am Ende des Videos nochmal detailliert. Ein Webbaukasten nimmt einen aber vor allem das Thema Hosting und Updates ab. Das ist natürlich ein großes Problem bei bestehenden großen CMS-Systemen. Und ich merke das auch selber bei meinen kleinen Sudo-Projekten, dass wir natürlich Dinge aktualisieren müssen. Ihr kennt das, dass Typo3-Versionen nach oben gehen und Aktualisierungen hier durchgeführt werden müssen. Genauso geht das auch in WordPress und in allen anderen Content-Management-Systemen. Das erfordert eben halt Wartung und Unterhalt. Jetzt kann man sagen, dass WordPress sich automatisiert aktualisiert. Das tun andere Systeme auch. Trotz alledem muss hier auch ein professioneller Blick drauf. Zumindest wenn man eine professionelle Internetseite betreibt, die einem für das Unternehmen etwas wert ist. Und das ist eben halt auch eine wichtige Sache in dem Kontext der Wert. Technologisch ist ein Webbaukasten vielleicht am Ende auch einfach ein System, über das Content eingepflegt werden kann. Wenn wir beschäftigt werden, sind wir Profis. Und da wir Profis sind, dürfen wir uns einfach nicht drücken lassen und an uns darf auch nicht gespart werden. Wir sind besser. Webbaukästen sind vielleicht für engagierte und gute Leute echt gut, aber ab einem gewissen Level kommen wir eben halt ins Spiel und wir dürfen uns auf keinen Fall unter dieses Level drücken lassen. Das heißt, wenn jemand automatisierte Tests und Deployments, Refactoring, Wartungen etc. eben halt ablehnt als Kunde, dann nehmt den bitte nicht als Kunde. Und wenn euer Chef das tut, dann sucht euch bitte einen anderen Chef oder werdet selber Chef. Alles andere führt in ein großes Chaos. Das bedeutet nämlich, dass große CMS-Systeme irgendwo gehostet sind und nicht mehr aktualisiert werden und die Projekte sozusagen verwahrlosen und verweisen. Dadurch sind irgendwann auch gar keine Aktualisierungen mehr möglich und das bedeutet eben halt im Grunde genommen einen GAU für den Kunden, weil alles neu erstellt werden muss oder mit extrem viel Aufwand nur noch hochgehoben werden kann und gar nicht mehr so viele Änderungen darin gemacht werden können. Das ist eine Katastrophe. Hier sind Webbaukästenanbieter uns irgendwie oder vielen von uns überlegen, weil sie eben halt von Anfang an sagen, die Hostingkosten sind höher, da eben halt permanent Aktualisierungen erfolgen und deshalb praktisch einen jährlichen Wartungsvertrag abgeschlossen haben. Und an der Stelle muss man auch mal darüber sprechen, was eine Internetseite für ein Unternehmen wert ist. Es ist eben halt eine ganz wichtige Außendarstellung. Schauen wir unser Autohaus Hortz hier an. Die haben Tausende von Aufrufen pro Monat auf ihrer Internetseite. Deshalb ist es eben halt ein sehr wichtiges Medium. Wenn man jetzt sieht, dass hier auch vielleicht eine Dame im Empfangsbereich beschäftigt wird und auch bezahlt wird, dann kann man diese Kosten eben halt auch mal nebeneinander stellen und fragen, was einem das wert ist, dass man eben halt einen virtuellen Raum im Internet hat und was einem das an Unterhalt wert ist.
dass man Internetseiten einfach so einmal erstellt und die ewig im Internet bleiben, das funktioniert ja heute überhaupt nicht mehr. Kunden müssen auch abgeholt werden und wir machen das bei den Websprintern auf jeden Fall quartalsweise, dass wir mit allen aus dem Team einmal mit dem Kunden gemeinsam darüber reden, was geht hier so, was können wir machen, was steht an, welche Maßnahmen, welche Zeiträume, jetzt kommt eventuell ein Weihnachtsgeschäft, was müssen wir im Sommer beachten. Wo können wir anfangen, Dinge schon zu machen, damit es dir in dem nächsten Abschnitt in der Zukunft besser geht? Diese Dinge zu implementieren ist für uns halt einfacher, wenn wir die Technologie beherrschen. Ich kann das mit dem Zulu CMS sehr schnell machen. Ich habe hier Videos gezeigt, ich habe meine Live-Templates gezeigt und deshalb kann ich eben halt schnell liefern. Durch meine Build-Pipeline kann ich schnell deployen. Darauf habe ich mich spezialisiert. Das sind alles Dinge, die meinen Kunden zugutekommen, die aber auch abgerechnet werden müssen und sich deshalb eben halt auf Wartungsverträge und auf Support verteilen. Hier werden auch keine Pauschalen gemacht. Da ist auch mal die Frage, wie ihr diese Verträge eben halt macht. Bei mir wird es eben halt stundenweise abgerechnet. Das heißt, wir erfassen hier die Stunden, die für die Arbeit nötig war und rechnen die zu einem späteren Zeitpunkt dann als Gesamtsumme einmal ab. Bei Pauschalen, Pauschalen sind vielleicht etwas besser zu verkaufen. Vielleicht sind sie auch für den Kunden angenehmer, weil er eben halt weiß, okay, das ist der Unterhalt für meine Seite dieses Jahr. Ich habe hier einen fixen Betrag. Vielleicht ist er dann eher bereit zu zahlen oder nicht. Gebt mir dazu gerne auch mal eure Erfahrungen und Tipps hier unten in die Kommentare. Das würde mich und auch euch, die Community, glaube ich, sehr interessieren, wenn wir hier ein wenig konstruktiven Input bekommen. Als Programmierer sollte man so oder so aufrecht stehen und positiv an Sachen rangehen und sich nicht über Arbeit und Kunden ärgern. Das ist wirklich wichtig fürs Leben, für den Kopf und für das Gesamte um einen drumherum. Ich möchte hier gar nicht mit gesundheitlichen Mantras jetzt anfangen. Zurzeit gibt es natürlich auch genug Probleme, überhaupt Jobs zu bekommen oder Aufträge zu bekommen. Die Zeiten sind hart. Das ist eben halt so. Trotz alledem sollte man sich hier jetzt auch nicht kaputt machen. Das ist nicht nötig und auch nie nötig. Von daher auch gerne einmal Nein sagen, wenn man eben halt von außen gedrückt wird. Bei Webbaukästen gibt es einen weiteren Nachteil. Das Zulu CMS, Typo 3 und WordPress sind eben halt Open Source Projekte. Ich weiß nicht genau, wie es bei WordPress mit den Plugins aussieht, aber bei Typo 3, die Extensions, die auf jeden Fall benutzt werden, haben auch eine rege Community und werden hier eben halt immer aktualisiert. Das ist eine ganz gute Sache und das kann ich von einem Webbaukasten nicht behaupten. Ich weiß nämlich nicht, was da passiert. Ich komme an den Code nicht dran. Und wenn sich bei denen das Geschäftsmodell ändert oder sie durch einen Exit vielleicht von einem Unternehmen aus den USA aufgekauft werden und sich Geschäftsmodelle, Zahlungsbedingungen, Serverstruktur etc. eben halt anpasst, habe ich ein sehr großes Problem. Eventuell bekomme ich meinen Content da gar nicht mehr raus, wie ich den eben halt gerne haben möchte. In dem Zusammenhang schaut euch bitte auch noch mal mein Video Contributing Open Source Projekte. Warum soll ich das als Programmierer tun an? Wir werden hier am 28., also Ende diesen Monats, für Shopware Cypress.io Tests contributen. Von daher folgt gerne dem Kanal. Das war jetzt hier einmal mein persönlicher Blickwinkel zu der Sache Webbaukästen. Ich habe aber noch ein paar Fragen an euch. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dazu Antworten persönlich oder hier unten in den Kommentaren gebt. Wie geht ihr ganz konkret mit dem Thema Webhosting und Wartung um? Ich habe oft das Gefühl, dass Internetprojekte so verwahrlosen. Ist das nur ein Eindruck oder kommt das bei euch auch häufiger vor, dass ihr eben halt Internetprojekte irgendwo halt mitlaufen lasst und da einfach nichts mehr dran passiert? Ich hatte mal einen Kunden, der auch dazu kein Typo 3 Update wollte, musste das Projekt dann auch auf einen virtuellen Server umziehen, damit meine anderen Kunden geschützt waren. Das war schon ein Riesenproblem und ein Riesenaufwand. Am Ende wurde das Projekt dann aber trotzdem gehackt und die Schuld sollte dann bei mir sein. Riesenalarm, Riesentrara, 1000 E-Mails, Telefonate, Emotionen, vollkommen unnötig. Wie ist da eure Strategie? Ein anderes Thema ist die Frage, ob es überhaupt generell immer ein komplettes Content-Management-System sein muss.
kann man mit ganz kleinen Content-Management-Systemen oder vielleicht auch mit Markup-Language und mit filebasierten Systemen vielleicht auch eine Menge erreichen. Die sind ja sehr sicher und sehr günstig im Unterhalt und müssen eben halt auch nicht ständig aktualisiert werden, weil hier praktisch nur HTML-Files da sind. Ist es eine Alternative, reines HTML-Prototyping als Webseite anzubieten? Gerade arbeite ich mich sehr intensiv in Tailwind CSS ein und komme damit dem Bereich Prototyping groß in Berührung. GridSum ist ja auch eine Möglichkeit, statische Seiten einfach zu deployen. Sind das Lösungen, die ihr euch auch im Alltag anschaut und hier vielleicht passende Kunden findet, oder lehnt ihr das generell völlig ab? Vielen Dank für euer Interesse an diesem Video und diesem Kanal. Jeden Freitag gibt es hier um 18.15 Uhr eine neue Meinung und jeden Dienstag um 18.15 Uhr ein Developer-Tutorial und zwischendurch gibt es unser NCA-Audit und auch unsere Live-Coding-Sessions. Von daher folgt bitte dem Kanal, bleibt gesund und stark. Tschüss.